Und eigentlich, wir haben heute einen Mann hier mit einer spannenden Karriere, ist er nämlich hinter den Kulissen zuständig, hinter der Bühne sozusagen immer gewesen, für andere Comedy-Programme zu schreiben, für Unterhaltung, für die richtigen Sprüche zu sorgen und ist dann richtig bekannt geworden mit dem, ja, erfolgreichsten Podcast Deutschlands. Aber wir haben uns, ne, Miki, gerade schon drauf geeinigt. Man kann das noch erweitern auf quasi die ganze Welt. Ihr seid richtig gut unterwegs. Tommy Schmidt ist bei uns. Herzlich willkommen nochmal. Gemischtes Hack heißt euer Podcast. Ja. Den machst du zusammen mit Comedian Felix Lobrecht. Und ich meine, klar, wir kennen alle Podcasts. Das ist logisch. Es gibt tausende davon. Ihr habt einmal mittwochs ist Hacktag, ne, so nennt ihr das immer, kommt das gemischte Hack raus am Mittwoch und ihr habt tatsächlich über 1 Million Abrufe. Also ihr habt über 1 Million Menschen, die euch hören, euch beiden. Jetzt kennen wir das alles, Podcasts, man redet miteinander, jeder hat ein anderes Thema. Was passiert bei euch Abgefahrenes, dass so viele Leute zuhören und sagen, also die beiden, da muss ich dabei sein? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss es direkt so beantworten. Also ich werde jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, so, darum sind wir so erfolgreich. Das ist, glaube ich, immer unangenehm. ich weiß es nicht. Also es ist tatsächlich, ich schäme mich manchmal sogar dafür, weil es wirklich zwei Freunde sind, die einfach nur miteinander reden. Das ist wie so ein Telefongespräch. Wir sind ja nicht mal im selben Raum. Mhm. Im selben, nicht im gleichen. er sitzt in Berlin, ich in Köln. Wir machen das dann über FaceTime. Mhm. Und und trotzdem hören so viele zu. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Scheinbar hat es irgendwas. Man muss ja sagen, ihr seid sozusagen Podcast-Opas. Also ihr habt ja 2017 angefangen. Ja, im September, ja. Das ist in der Podcast-Welt wirklich wahnsinnig lange her. Armin und Christoph. Armin und Christoph des Podcasts. Das ist absolut so. Wenn ihr in 50 Jahren wieder hier hinkommt, dann werden wir genauso drüber reden. Aber und da noch gemischtes Hack, dieser Titel und so. Ne? Ja. Dann habt ihr angefangen und habt ihr gedacht, Mensch, das wird bestimmt toll. Oder? Ja, das war nie ein Plan. Das war wirklich nie der Plan. Also wir hatten nie da diesen ehrgeizigen Plan dahinter, das Ding muss durch die Decke gehen, sondern es war vielmehr, ich habe Felix kennengelernt im Rahmen von Nightwatch. Da war ich so hinter den Kulissen für Moderation. Und habe ihn dann mal gefragt, wollen wir das nicht mal machen? Und er war auch direkt Feuer und Flamme. Dann haben wir das angefangen. Und ich dachte tatsächlich, es wäre vielleicht interessant, wenn ein Comedian und ein Autor so ein bisschen darüber schnacken. Aber ich glaube, ich habe nicht einmal seit 2017 darüber geredet, wie der Autorenjob ist, sondern es wurde dann wirklich nur so ein humorvoller Schlagabtausch, dass wir uns immer wieder Dialoge geliefert haben und über Gott und die Welt gesprochen haben, über gesellschaftliche Themen und auch mal einfach nur Quatsch erzählen. Warum gemischtes Hack? Ja, manchmal bin ich auch gar nicht mehr so im Reinen mit dem Namen, aber jetzt ist er da. ich weiß es auch nicht. Wir haben am Anfang hin und her überlegt, wie machen wir das, wie nennen wir den, weil der Name ist ja wichtig. Und es muss ja irgendwie auch das sein, was es ist. Wie Kölner Treff zum Beispiel, da weiß man genau, was ist. Oder Bauer sucht Frau. Also, ihr wollt einfach ganz klar sagen. Ja, total. Und ich weiß auch weil wir ja auch gelistet sind bei Spotify unter den 10 weltweit. Also völlig absurd. Ja, also wie kommen Menschen weltweit darauf zu sagen, hey, gemischtes Hack? Nee, das hören die natürlich nicht, aber wir sind irgendwie unter den Top 10 da weltweit. Ja, und ein Freund von mir aus Amerika dachte auch immer, das wäre ein Grill-Podcast oder so. Ich habe das dann übersetzt. Muss man nicht langsam den Namen ändern. Ich meine, wir wollen alle, ne, der Trend geht ja zum Vegetarischen und so weiter. Wie lange kann man noch gemischtes Hack heißen? Ja, stimmt so, eigentlich. Muss man es gibt ja auch Soja-Hack. Es gibt Soja-Hack. Es gibt ja veganes. Vielleicht nehmen wir uns dann so um irgendwann. Veganes Hack, wenn es irgendwann veganes Hack. Klingt nach richtig viel Spaß. Aber sag mal, lass uns mal in den Inhalt gucken. Ich weiß, was bei euch total beliebt ist, zum Beispiel sind Rubriken. Ja. Ihr habt so ein paar Dinger, die wirklich richtig abgehen und auch gepostet werden und alles. Da gibt es Underrated und Overrated Hack, glaube ich, ist so eine Rubrik, ne? Ja, aber auch nicht. Also das haben wir dann irgendwann so ein bisschen totgelaufen. Das waren so unterbewertete und überbewertete Sachen im Alltag. Was kommt da vor? Worüber habt ihr da geredet? Ganz profane Dinge, so über die man, das ist halt auch so, ist wie so eine Maus-Attitude, zum Beispiel Schilder im Straßenverkehr. weißt du, so Dinge, die man gar nicht beachtet, aber das sind so unterbewertete Dinge, underrated haben wir das. Aber du hast ja im Grunde genommen wirklich halb Deutschland gerettet durch deinen Tipp, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich im dritten Stock wohnt oder meine Nachbarn im sechsten, Gott hab sie selig, auch eine Rubrik. Und Lifehack, dass man, wenn man unten an der Haustür angekommen ist und sagt, Mist, ich habe meine Maske vergessen, dass man unten in den Briefkasten immer schon mal so 2, 3 Masken reinpackt. Ich habe so 10 Masken im Briefkasten. Also mehr so ein Service-Podcast. Genau. Und das, wie viel von dem, was ihr da plant, mir ist aufgefallen, es gibt ja schon natürlich sehr viele Folgen, die sind auch zum Teil, werden die immer länger. Ja, also ist das, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, die erste war
35 Minuten. Oh Gott. Zwischendrin seid ihr schon gerne auch mal bei einer Stunde 20. Haben wir übrigens in der Wäschekammer von Hazel Brugger, von der Comedian Hazel Brugger aufgenommen. Weil sie hatte die in der Technik. Wäschekammer, ihr wisst, das ist... Und so, ja, Franz Beckenbauer. Und haben dann überlegt, was wir... weil sie hatte die Technik und dann hat sie uns erlaubt, da mal kurz für die Folge aufzunehmen. Aber überlegt ihr euch nicht vorher... länger gelassen. Überlegt ihr euch vorher, was passiert? Nee, das, auch das ist mir ein bisschen peinlich, weil das ist wirklich so 5 Minuten Vorbereitung und Felix sagt in seiner Berliner Art oft so, ja, ich weiß auch nicht, komm, wir fangen mal an und dann gucken wir mal. So, und dann ist es wirklich wie so ein Telefonat. Und warum da so viele Leute mitgehen, fragt mich nicht. Jetzt seid fragt mich manchmal auch nach einer Aufnahme. So, oh Gott, abschicken und wird schon. Ja, aber es ist ja wirklich schöne Gesellschaftsbetrachtung, das muss man schon sagen. Also, das ja, kommt das ja ist wirklich es aus schon, aber ich glaube, du hast ja vorhin schon gesagt, du weißt manchmal gar nicht mehr so genau, was du erzählt hast. Ne? Nee, und man hat auch manchmal das ist auch so ein bisschen gruseliger Moment. Wenn man das so anderthalb Stunden reden danach? Mit einem Freund, weiß man, was da so... Eben. Ne? Und dann hören das aber so viele Menschen. Und wenn ich mir dann bei den Aufnahmen auch vorstellen würde, jetzt wäre da so 9-mal das Westfalenstadion in Dortmund, was dann zuhört. Was ja so ist. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne am Podcast, dass man die nicht sieht, die Leute. Ja. Weil sonst würde ich ja so wahrscheinlich auch nicht reden, wie ich da rede. Genau. Hast du nie den Moment, dass du während des Redens schon merkst, ich reite mich gerade in was rein. Ja, das schneide ich dann raus. Okay. Das ist der Vorteil im Podcast. Das ist das, was Sabine das dann nicht machen kann, aber was Tommy noch im Live-Regel regelt. Ja, live ist live. Ja. Also bei euch nicht, ne? Da geht das nicht. Nee, da kann man noch dran gehen. Genau. Ja. Wann ist das so abgegangen? Also wann habt ihr gemerkt, wow, das wird aber jetzt doch ganz schön erfolgreich? Ich habe das dann irgendwann, wie es oft so ist, wenn irgendwas im Internet passiert oder im Podcast oder wenn es einem dann auf der Straße begegnet. Also wenn Leute plötzlich ankommen und das war in einem Rewe in Köln, plötzlich an der Gemüsetheke wollte jemand ein Foto machen, an der im Milchregal und an der Kasse. Also nicht immer die gleiche Person, das war 3 verschiedene Leute. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ui, hier passiert irgendwas. Und ich war ja nie jemand, der das forciert hatte, so nach vorne zu gehen, sondern war immer sehr zufrieden hinter den Kulissen, habe das mit sehr viel Freude gemacht. Und dann plötzlich wird man da so bekannt. Das war schon ein merkwürdiger Moment. Woher wissen die Menschen, jetzt immer als Radiogedanken ja auch, woher wissen die Leute, wie du aussiehst? Das liegt daran, dass ich die sozialen Medien parallel auch noch bespiele, Instagram und so weiter. Und da sieht man wohl oder übel mein Gesicht. Deswegen. Wobei man ja im Moment sagen muss, ich verfolge dich da ja. Also ja. Ich warte nicht an der Milchtheke auf dich, sondern ich gucke einfach mal ins Netz. Du warst hier an der Kasse. Ne? Ich war hier an der Kasse. Hier in der Kasse. Du machst gerade eine Pause. Machst Social wieder so Media. ein bisschen weniger gerade. Ich habe das immer viel gemacht und hatte jetzt irgendwie mal das Bedürfnis, da mal ein bisschen Gang rauszunehmen. Liegt aber auch daran einfach, dass wir gerade ja alle irgendwie das Gleiche erleben. Dasselbe oder das Gleiche? Jetzt weiß ich es wieder nicht. Naja, Ähnliches. Im Hinblick auf die Pandemie. Und dann sind die sozialen Medien manchmal ein bisschen anstrengend, wenn wirklich jeder immer zu dem Thema was beizutragen hat. Und dann war es irgendwann so, hat mich dann irgendwie so ein bisschen gelangweilt und wollte da mal ein bisschen den Stecker ziehen und einfach mal so gucken, was sonst noch so in der Welt los ist. Und lese ja auch sonst sehr viel Zeitung und gucke Fernsehen und so. Das reicht auch. Sag mal, wenn man so wie du hinter den Kulissen für andere Leute schreibt, dann ist man dahinter. Ein Podcast ist ja auch etwas, wo man ja vermeintlich im Stillen irgendwo sitzt. Ja. Und dann kommt aber diese Bekanntheit. Und dann kommt, ich habe auch so den Eindruck, das ist eigentlich für dich die richtige Zone so gewesen. Dann kommt das aber, dass so eine Bekanntheit und mit allem, was dazugehört, mit Positiven und Negativen. Ja. Gefällt dir das? Ist das was, wo du sagst, ja, cool, das ist eigentlich das, wo ich hin wollte, oder ist das auch schwierig? Ja, es ist insofern positiv, weil ich war nie so ein Frontschwein, der gesagt hat, ich will nach vorne. Ich war nie jemand, der bei Abi-Veranstaltungen gesagt hat, gib mir das Mikro, ich moderiere euch das Ding hier weg. Ich war immer so eher im Hintergrund und hab Tipps gegeben, so Schlaumeier-Tipps, aber selber, nee, macht ihr mal, das war nie so meins. Und das ist jetzt ganz schön gelaufen, weil jetzt wurde mir das ein bisschen abgenommen. Ich wurde quasi jetzt so in den Pool reingetreten. Unbewusst, weil es wie gesagt nicht forciert war, dass das Ding so durch die Decke geht. Und so bin ich jetzt irgendwie doch da angekommen und merke, dass mir das auch ganz gut gefällt. Jetzt nicht das Bekanntsein, sondern diese Möglichkeiten, die man jetzt hat, im On, wie man in der Medienbranche sagt, ja, vor der Kamera, vor dem Mikro zu sein. Das macht mir auch Spaß, aber wahrscheinlich hätte ich es nie ausprobiert. Ja, was merkst du denn jetzt, was du jetzt vielleicht noch mehr machen kannst, was du früher gar nicht ausleben konntest? Ja, es gab Angebote, Fernsehshows und sowas, für solche Produktionen zu arbeiten. Was, du bekommst jetzt eine? Genau. Es gab Angebote, es gibt ZDF Neo. ZDF Neo. Du bekommst einen Anfang schicken April. Sendeplatz. Ja. Nämlich ja. Den ehemaligen von... Das hat nicht lange gedauert, bis das sofort in den Medien stand. Das ist natürlich Böhmermann Sendeplatz, Schmidt mit Nachnamen.
Es gab, glaube ich, einfache Startvoraussetzungen, eine Fernsehkarriere zu starten. Nee, ich will mich ja nicht mit den beiden vergleichen, das wäre sehr vermessen, aber ja, solche Dinge passieren jetzt und das finde ich total spannend. Hätte es wahrscheinlich selber nie, wie gesagt, ausprobiert. Und das jetzt so live mitzuerleben, weil ich auch Medienfan bin und jetzt so da im Auge des Sturms zu sein und das mal so live zu sehen, zu beobachten, was so passiert. Auch wie mystisch Fernsehen einfach ist. Dass jetzt solche Anfragen kommen, dass Zeitungen um Interviews bitten und andere Fernsehsendungen auch fragen. Und obwohl es nur so eine kleine, süße ZDF-Neo-Sendung ist, die gar nicht so viel will in einem, liebe Grüße nach Mainz, trotzdem in einem Spartenkanal. Den Podcast, wie du es gesagt hast, hören ja viel mehr Menschen, viel mehr Rezipienten, als diese Fernsehshow wahrscheinlich je haben wird. Aber da schreibt niemand drüber. Und das finde ich so toll, dass... Das finde ich immer toll, wenn Leute sagen, das Fernsehen stirbt oder so, weil dann sage ich, guck doch mal, was passiert, wenn man eine Fernsehshow ankündigt. Total, du hast ja gesagt, du bist ein richtiger Fernsehfan. Jetzt bist du aber natürlich auch eigentlich aus der Generation, wo ja immer mehr in Mediatheken, wenn überhaupt noch geguckt wird, gar nicht mehr so linear. Ist das hier so ein Kölner Treff, so eine Talkshow, die schon auch lange gibt? Ich bin ein totaler Fan. Also ich habe immer schon diese Sendungen hier geguckt. Kölner Treff. Gibt's ja jetzt erst wieder seit 2006. Mhm. Guck mal, wie gut er ist. Ja, wirklich bestens, ist er drin. Das ist meine Maus. Du hast eine kleine Bettina mitgebracht. Ja, ganz genau. Nee, und hab früher, ich war immer der Jüngste in meinem Freundeskreis, die anderen waren schon 16, ich war 15 und 16 bedeutete ja Personalausweis, man kriegt Bier, man darf in die Kneipe gehen. Und die Blöße, da war ich auch zu schüchtern, die Blöße wollte ich mir nicht geben. Dann aus der Kneipe geworfen zu werden, hieß, mein Abendprogramm für ein Jahr war wirklich mit meinen Eltern so 3:09 in der Talkshow. Kölner, ja, den gab es. Ich bin Jahrgang 89, deswegen, ich hätte dir den Gefallen gern getan, aber er war nicht dabei. Und dann saß ich da und habe versucht, zwischen meinen schnarchenden Eltern zu verstehen, was Maria Furtwängler und Otto Sander gerade so von sich geben. Und das war, deswegen bin ich großer, immer schon Fernsehfan. Sitze ja auch mit meiner Morgenroutine. Also ich immer wenn ich morgens aufwache, mache ich erstmal das iPad an, Morgenmagazin, was du ja oft moderierst. Jetzt will ich nicht in so ein Christian Lindner Ding geraten, dass wir den Tag zusammen gestalten. Genau, fast. Wir stehen immer mit dir auf, ne? Ja. Und dann gehe ich ins Bad und höre Mickys News Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Das ist, ich sitze hier gerade mit den Menschen als erstes. Habe ich gerade gesagt, ich habe das auch das Gefühl, dass ich dich kenne, weil ich jetzt nochmal ganz viel auch dich nochmal angehört habe, auch auf verschiedenen Kanälen. Ja. Und man denkt ja immer dann, man würde die Leute kennen. Ne? Das ist ja irgendwie total verrückt. Das ist ja auch was, glaube ich, erlebst du das auch? Total. Das ist natürlich, weil ich, glaube ich, von Felix, also wenn man Felix und mich jetzt anschaut oder anhört, bin ich, glaube ich, eher der zugänglichere Typ, würde ich jetzt mal sagen. Und mich sprechen die Leute halt wirklich sofort an und halt mich für einen Buddy, für einen Kumpel und ich kenne die ja gar nicht. Die stehen dann an der Ampel, hey Tommy, und merken dann auch, warte mal, der kennt mich ja gar nicht. Oder da gibt's halt solche Situationen, die im ersten Moment respektlos wirken, aber natürlich überhaupt nicht so gemeint sind. Ich war mal in einer Kneipe und dann kam jemand an und sagte, Tommy, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich so, ja klar, alles klar, komm mit, wir sitzen alle da hinten. Und dann dachte ich so, nee, so funktioniert das nicht so. Ich komme jetzt nicht wie so hinterher getapert. Aber das meinen die dann ja nicht so, sondern ich will mich darüber nicht beschweren, das ist toll, weil man begleitet die Leute halt über die Woche mit so einer Stunde Quatsch und hat die so direkt, die haben uns so direkt bei sich, nämlich im Ohr. Genau, das macht so eine Nähe einfach. Ja, man öffnet sich ja auch mehr als der klassische Moderator einer Fernsehsendung, der sagt so, ist das jetzt A, B oder C? Ja. Sondern man lässt die Leute ja tatsächlich relativ weit in sein Leben hinein und deshalb kennen die einen ja auch relativ gut. Glashäufer Umlauf hat das mal gesagt, dass Podcast ein wahnsinnig entlarvendes Medium ist. Und das stimmt auch. Ich habe am Anfang auch mal versucht, so der coole Typ zu sein, aber irgendwann wissen die Leute genau, wie du tickst. Und dann will man das nicht wahrhaben, aber sie haben natürlich absolut recht. Wie ist das mit deinen Eltern? Ich meine, du kommst aus dem Ärztehaus, also dein Vater ist Arzt, deine Mutter Physiotherapeutin. Ja. Ich glaube, schon so Autor werden ist schon so ein bisschen special. Ja. Jetzt bist du auch noch Podcaster. Furchtbarer Begriff irgendwie, Podcaster. Gruselig, nicht? Ja, das klingt so ein bisschen. Kann mich damit auch nicht so identifizieren. Was könnte man stattdessen sagen? Bald hoffentlich Fernsehmoderator einfach. Ja, guck mal. Und wäre das dann, womit sind deine Eltern? Meine Eltern angeben. Genau. Womit sind deine Eltern eigentlich, womit kommen die klarer? Ist das alles? Oh, mit allem. Die sind, glaube ich, so einfach zufrieden, dass der Junge da was gefunden hat. Weil ich hatte auch nie Eltern, die jetzt irgendwie Druck gemacht
hätten, gar nicht. Also überhaupt nicht. Bist in Detmold groß geworden? Detmold groß geworden, genau. Da geht ja auch wahrscheinlich der Punk ab, ne? Da geht der Punk ab wahrscheinlich, ne? Total, ja. Total. Da geht's richtig rund am Hermannsdenkmal. die waren immer sehr supportive, sagt man, glaube ich, heutzutage. Die haben das sehr unterstützt immer, weil die auch gesehen haben in der Schule, Erdkunde, Deutsch, Geschichte und sowas ist ja super, aber so der Rest, Chemie, Mathe, Physik, war ich wirklich nur so zum Tafelwischen irgendwie so beifangen in der Klasse. Und haben dann gemerkt, der schnackt immer nur, der redet. Gibt es die schöne Geschichte, dass ich mit 3 so das ganze Wartezimmer beim Kinderarzt unterhalten habe. Und der Arzt kam entnervt rein, Dr. Wessler, und sagte so, wer redet denn hier so viel? Und ich stand wirklich in der Mitte und habe allen Geschichten erzählt. Ich stand auch in meiner U4 oder wie heißen diese Untersuchungen? Ja, diese Untersuchungen. Genau. Auch einfach nur Diagnose, alles gut, redet sehr viel. das musste ja so kommen mit dir, das geht ja gar nicht. Ja, irgendwie sind sie, glaube ich, dankbar, und dass ich was gefunden habe da. Und der Junge, wo du einfach reden kannst. Ja, genau. Ich glaube, die sind sehr happy damit. Weil, also mein Vater war jetzt kein Arzt, der gesagt hat, mein Sohn soll Medizin unbedingt studieren. Ja. Gar nicht. Der hat, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass das nichts wird, vor allem mit dem Abischnitt. Ja, zu diesem Arzt kommen wir ja gleich noch. Wir haben uns auch schon sehr viel darüber unterhalten. Ja. Was ich bei dir noch wirklich ganz spannend finde mit dem Blick auf diese Karriere, Tommy, die hätte es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben. So. Das stimmt. Das ist doch irre. Du hättest ja vor 10 Jahren noch nicht sagen können, oder man ist ja nicht klein gewesen und hat gesagt, ich werde Podcaster, wir nennen es jetzt nochmal so. Total. Auf der anderen Seite kann man auch wieder... Bitte? Hättest du vielleicht eine Radiosendung? Ja, aber dann frage ich mich wieder, ob ich den Schritt gewagt hätte. Also ich hatte zum Beispiel nach dem Abi ein Praktikum gemacht bei Radio Lippe, so einem Radio NRW-Station, und die hatten auch gefragt, willst du nicht hier bleiben? Aber ich habe mich dann auch so aus Angst fürs Studium entschieden. Und ich war immer jemand, den man immer ins Becken schubsen musste, immer schon. Und ich glaube, der Podcast... Oder ja, YouTuber so. Gab es auch schon vor 10 Jahren. YouTuber? Ja, stimmt. Ja. Das ist noch schlimmer als Podcaster. Ja, aber du hättest also so diese Karriere auf jeden Fall, wie du sie jetzt machst, die gab es vor 10 Jahren so noch nicht. Und ich bin froh, dass dich viele Menschen immer wieder schubsen, und hoffe, dass du noch viel Anlass hast, hier wieder hinzukommen. Danke sehr. In so eine schöne Fernsehsendung, die du sehr gerne magst. Dankeschön.